Manhunt. 72 Stunden auf der Flucht. Ferhat wurde in der letzten Folge von der Taskforce hart in die Mangel genommen. Das hat Energie gekostet und es ist noch nicht vorbei. Er ist ohne Schutz und die Hunter sind nur ein paar Meter entfernt. Ihr habt sicher bemerkt, der Spoiler am Anfang, was eigentlich ein Teaser ist, ist wahnsinnig gekürzt worden. Wir lesen aufmerksam eure Feedbacks und besprechen die auch. Und soweit umsetzbar und Sinn macht, machen wir das natürlich auch. Deswegen gibt es ab jetzt nur mehr Recaps, das heißt, was war letzte Folge, um wieder schön in die Folge reinzukommen und vielleicht Regelerklärungen. Links unten in der Ecke steht dann, ob es jetzt eine Regeländerung ist oder ob es jetzt eine sehr wichtige Information ist, die wir finden, dass ihr euch ansehen solltet. Was wir außerdem noch gemacht haben, ist hinten den Ausblick auf die nächste Folge, den haben wir komplett gekillt. Das fällt jetzt auch weg. Die Folge endet mit Manhunt 72 Stunden auf der Flucht und dann kommen auch schon wir. Zweiter Punkt, wir freuen uns riesig über eure rege Teilnahme bei dem Gewinnspiel von der Folge 6. Das endet natürlich jetzt auch mit dem Video. Wir werden bei der Verlosung des T-Shirts ein Video drehen, das werden wir versuchen nächste Woche hochzustellen. Deswegen folgt auf jeden Fall unseren Social Media Kanal auf Instagram und auf TikTok, damit ihr nicht verpasst, ob ihr es vielleicht nicht gewonnen habt. Ja, wir laden es aber auch auf YouTube auch rauf. Also keine Sorge, es gibt auch auf YouTube. Genau. Und für diese Folge auch ganz, ganz wichtig. Ja, yeah, schreibt uns rein, wer soll denn bei Staffel 2 dabei sein? Welchen Content Creator feiert ihr und wen sollen wir mitnehmen? Wer soll gejagt werden von uns? Wir sind gespannt auf Ideen. Ja, und am besten ist, ihr macht eine Erwähnung, dann sieht es der jeweilige Content Creator auch gleich. Wir werden den natürlich anschreiben und schauen mal, wer sich traut, hier mitzumachen. Genau, wir freuen uns auf eure Vorschläge, aber jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Schnell. Ich muss ganz schnell zurück in die Wald. Oder ich erwische noch einen Bus. Das war der Wagen. Das war der Wagen. Bin ich mir ganz sicher. Das war der Wagen. Scheiße. Sie haben mich erwischt. Ja. Paranoid. Das ist nicht der Wagen. Das ist Whisky von dem Boot. Ja, finde ich immer auch. Mhm. Vielleicht hätte ich mich doch selber entdecken sollen. Ah, das ist eine Busstation. Da ist eine Busstation. Er schaut nach. Er schaut sicher nach, wann er fährt. Oh, das kannst du machen. Aber nein, er geht jetzt wieder in den Wald ran. Ja, oder? Oder wartet, bis der Bus kommt. Oder er wartet, bis der Bus kommt. Ich muss mich bewegen. Komm. Komm, Maschine, zieh's durch. Durch dieses ganze Gebüsch hier. Verdammt. Habe ich mich in diese Scheißlage gebracht? Noch besser. Irgendwie kurz zurück. Bis an den Rand. Ich bin hier am Links. Am Straßenrand. Und dann laufe ich hoch. So, wie spät?
Ja. Achtung an die Koordinaten, bitte haltet euch bereit. Es ist eine Wohnungsanlage. Auto wenden, bitte. Er ist nördlich der Wohnhausanlage. Ich schicke jetzt nur kurz einen Screenshot rein, damit ihr es seht. Oh, jetzt kommen sie auch gleich hier. Rein hier. Rein ins Gebüsch. Ihr wollt es mit mir aufnehmen? Kein Problem. Ich nehme es mit euch auf. Komm. Ich nehme es mit euch auf. Leute, das war anstrengend wieder. Jetzt schwitze ich wieder richtig krank. Schaut bitte nördlich von der Wohnhausanlage. Da ist auch so eine kleine Waldanlage. Denkt daran, einen unmöglichen Ort, den er vermutet, wo wir nie nachschauen würden. Der wird da irgendwo sich verschanzt haben. Das war seine Taktik letztes Mal auch. Sommerfrei. Komm raus. Genau. Ja, hast du reingeschaut in den Müll? Aber da dürfte er hineingelaufen sein. Da habe ich ihn gesehen, jetzt letztens. Ja, bleibt jetzt nichts anderes über als abzuwarten. Lass mal, bis sich die Anlage wieder beruhigt hat. Genau wie letztes Mal. Okay, ein jüngerer Typ und ein älterer Typ, der hat die Glatze gehabt, das war der auch, glaube ich, den ich gesehen hatte zuerst. Oh Mann. Da ist es ja. Da ist einer. Da hinten ist einer. Okay, ich fahre mal ein Stück Stadt einwärts. Sie fahren ab. Sie sind abgefahren. Puh, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es wieder geschafft, die Hand abzuhängen. Ich habe es euch gesagt, ich lasse mich nicht mehr kleinkriegen von denen. Aber diese Strafe war auf jeden Fall wieder so eine Schelle für mich. Weil ich muss aufpassen. Ich muss wirklich nonstop aufpassen und nicht leichtsinnig werden. Das darf ich nicht. Letztes Mal war dumm. Letztes Mal wurde ich gefangen, fast weil ich selber einen Fehler begangen habe. Diesmal wurde ich fast gefangen, weil ja, ich zu leichtsinnig geworden bin. Oh, er ist aber noch da. Er ist noch da. Da ist er. Seht ihr ihn? Dann geht er.
So kann man sich aber auch sein Gesicht einprägen. Ja, guck noch. Ja, kannst lange suchen da hinten. Da bin ich schon lange raus, mein Freund. Der ist ein Anlage, ich sag's euch. Der versteckt sich irgendwo. Der ist entweder in diesem Wohnhaus Nummer 3, glaube ich. Ich glaube, dass das bei 3 war, als ich dort vorbeigelaufen bin, 3 oder 6. Da war die Tür offen, da sind dann Kinder nachher reingelaufen. Ich glaube, dass der dort vielleicht rein ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt nicht einfach eine Scheißglocke beziehen und einfach unsere fucking 90 Minuten warten, damit der Dude hier in der Falle ist. Kein Thema. Warum nicht? Alter, bei mir fühlt sich alles an, als ob ich krabbeln würde. Als ob alles an mir krabbeln würde. Boah, Mann, ey. Ja, das war einfach kacke. Von mir wieder. Ich durfte nicht so leichtsinnig sein. Ich chill da rum und so stundenlang. Aber egal, wenn es jetzt Nacht ist, dann werden sie mich niemals kriegen. Das wissen die auch. Deswegen wollen sie es jetzt probieren. Aber einen Lauf haben die noch. Vielleicht sollte ich doch wieder dahin zurückkehren, wo mein Lieblingsplatz war. Wisst ihr noch? Auf der Bank, auf dem Spielplatz. Das war eigentlich ganz gut. Sie sind noch da. Sie sind noch da. Überlegt einmal, gestern ist der auch wieder Stadt einwärts gegangen. Das gibt's ja nicht, dass die so schnell weg sind. Also das ist jetzt schon sehr ermüdend. Das stimmt, ja. Ich muss das wie vorhin machen. Einfach nur hier unten bleiben. Nichts tun. Warten, bis die Sache sich beruhigt hat. Und dann alles gut. Ich habe da eben ein Geräusch gehört. Ich muss jetzt mal runter. Ich habe einen Liter Blut verloren hier, glaube ich. Das war gar nicht so gut, bitte. Gut. Was ist Philipp? Haben Sie jemanden gesehen, der so ausschaut wie ich? Nicht so fertig und nicht ja, so... Ja, genau. Ich hab gesehen. Du bist aus dem Wald rausgekommen, gelaufen. Ja? Vor mir ist einer gelaufen. Vor dieser eine, genau, in den Richtung gelaufen, ja. In diese Richtung? Ja, genau. Und haben Sie den nachher noch einmal gesehen? Nachher nicht. Also der ist da nicht vorbei und ist in einem Bus rein? Ja, ich habe ihn nur gesehen, vor dir ist gelaufen und du bist ihm nachgerannt und danach ist er nicht mehr zurückgekommen. Okay. Also zumindest ist in meinem Sichtbereich, aber vielleicht da hinten schon. Okay, gut. Also aber direkt da nicht? Da nicht, sonst hätte ich wirklich sehen, weil ich war die ganze Zeit Danke. Da. Bitte gerne, tschüss. Diese Mücken machen mich wahnsinnig. Der hat mich jetzt zerstochen, Alter. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Das macht einen wahnsinnig. Aber ich brauche einmal was zu trinken. Ich brauche einmal was zu trinken unbedingt.
Ich glaube, sie sind weg. Aber ich warte trotzdem noch mal 5 Minuten. Schwierig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der nächste Ping hier noch in der Nähe ist und dann sind wir drin. Aber ja gut, es bringt... Wir verlieren wieder eine Stunde. Ich würde sagen, wir holen uns den Spieler in der Nacht noch einmal. Ich glaube, ich bin jetzt wirklich gehen. Oh. Ich dachte eine Mücke, aber das war nur ein Schweiß drauf. Mir ist so warm, mir ist so eklig, schwül, es krabbelt alles. Ach oh Mann, diese Kackviecher haben mich echt aufgegessen hier. Wirklich. Oh, ich fühle mich richtig beschissen. Jetzt lasst die Euphorie wieder nach. Extrem bitter, dass uns der wieder entwischt ist. Der Plan war gut. Er war sich seiner Sache ziemlich sicher. Es war eine weite Freifläche gegangen. Leider habe ich dann ein bisschen aufgehen müssen, weil ich ihn sonst den Sichtkontakt verloren hätte. Andi war extrem nah dran, hat in den Weg im Wald gut abgeschnitten. Der Typ ist einfach mit allem Karacho quer durch den Wald gezischt. Aber gut, das war Tag 1. Wir haben auf ein paar Spiele guten Druck gemacht, wir haben Sichtkontakt gehabt. Sie wissen, dass wir da sind. Und jetzt haben sie mal die erste Nacht vor sich, wo sie wirklich die ganze Nacht draußen sind. Und ich hoffe, dass bald die ersten Fehler dann passieren, die wir ausnutzen können. Na Leute, ich fühle mich jetzt fühle ich mich richtig kacke, weil ja, ich hocke jetzt hier rum, meine Füße tun weh, mein Knie tut weh und ich komme hier jetzt nicht weg. Erstmal, weil ich abwarten muss, was da abgeht da draußen. Das ist halt richtig kacke. Ich will nicht zu voreilig rauskommen und das riskieren, dass sie mich sehen. Dann wissen die genau, ah, der ist noch hier. Na, jetzt muss ich halt hier warten, ne? Aua. Ah. 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 Sie gehen. Und da ist jemand glücklich. Ja, voll. Hat er gut gemacht. Das heißt Lagebesprechung. Ja, bei denen. Die sammeln sich jetzt wieder. Aber sie wollen ihn in der Nacht nochmal holen, habe ich gehört. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Ich hoffe, sie lassen ihn jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe, aber mal gucken. Los, raus hier. Ich kann mich mal. Das ist die beste Verteidigung. So habe ich das im Boxen gelernt. Und so war es auch schon immer. Raus aus diesem Mückennest. Okay, jetzt erstmal neu sortieren. Jetzt bin ich richtig im Survival-Mode. Schön nachts durch den Wald. Geil. Ich bin voll platt. Mich haben die Mücken zerstört. Ich habe Durst. Ich weiß nicht, ob die anderen noch hinter mir her sind oder nicht. Mann, ist das alles beschissen. Ja, das Fleisch. Ich habe jetzt, glaube ich, 25 Kilometer in den Beinen. Wir haben heute wahrscheinlich nicht viel mehr geschlafen als die Player. Und ich merke jetzt so, wir müssen langsam aufpassen, dass wir nicht unser ganzes Pulver verschießen am Tag 1. Unsere Stärke liegt sicher am Tag 2 und 3. Aber also wenn man motiviert und jung ist, will man Gas geben. Ich war jetzt bei dem Typen so nah dran. Andi hat den Typen schon fast gegriffen. Also wirklich haarscharf. Er hat sich voll schon selbstsicher gefühlt. Er ist auf der freien Fläche herumstolziert. Und ich bin so nah an ihn ran. Und er hat dann irgendwo Platz genommen in meine Richtung, hat in die Kamera gefaselt. Und ich war schon so vor ihm und bin wirklich schon so in greifbarer Nähe gewesen. Hab den Andi dorthin gelotst. Und dann sieht er mich, läuft halt los. Wir laufen zickzack wie zwei Dodeln über die freie Fläche, sind in den Wald hineingestochen. Andi hat eigentlich perfekt den Weg abgeschnitten, aber der Typ ist halt einfach voll Karacho durch. Ich schau mir nochmal an, wo sie sind. Ich würde in der Nacht wirklich diese U-Bahn Boys mir schnappen. Schau mal, wo der ist. Hüttl auf der Straße. Bekommen.
Der geil. Hat gar keinen Druck bekommen. VHS Penzinger kenne ich. Und die werden heute den ultimativen Druck bekommen, indem die aufwachen und rein in der Früh mit einem Speedhunt. Aber bei den Zweier wollten wir eh was machen. Wir werden das. Jetzt gehen wir mal mützeln. Und morgen? Ja, das hätte unterziehen Früh, lassen. Schon wieder anders richtig. Aus. Ja, um 3 Uhr in der Früh schaut die Welt schon wieder anders aus. Bei uns, beim Speedhunt. Jetzt machen wir noch den Dreier. Oh, meinst du das Leitung? Okay. Mach ich gleich. Machen wir den Dreier noch einmal. So, Michael from the Ramp, wo fahren wir jetzt hin? Ich bin platt. Jetzt haben wir jetzt Mittag geschlafen. Muss mir mal nur eine schöne Schlaflocation suchen. Scheiß drauf, ich lege mich da in Schatten. Ich mir jetzt alles gerade egal. Ich mir sowas von Schnupp egal. Yo, ich wurde aufgeweckt. Was machst denn du da? Ja. Ich habe festgestellt, ich habe im Hundegarten geschlafen. So rieche ich jetzt auch. Danke. Schön war's. Klar, ich brauche jetzt eine Taktikänderung. Kein Bock mehr die ganze Zeit Buszug zu fahren, weil da geht jetzt mal eine halbe Stunde drauf. Ich glaube, ich brauche wieder die Taktik. Tracken lassen, Versteck, 3 Minuten, keine Stunde 40 pennen. Weil sonst zerfickt es mich heute Nacht, ey, wenn ich jetzt gar nicht penne. Ich denke, ich habe heute Nacht ja auch bis effektiv, keine Ahnung, 2 Stunden geschlafen oder so. Ich habe auch keine Beschäftigung mehr. Das Problem, ich brauche wieder eine Beschäftigung. Weil jetzt hatte ich die Beschäftigung, mir Geld zu sammeln, die Zahnbürste, Essen. Ich glaube, ich beschäftige mich jetzt mit dem Kaffee. Ich muss mir jetzt einen Kaffee verdienen. Das wäre, glaube ich, cool. Und was ich echt sagen muss, was ich so richtig, richtig geil finde, einfach mal ohne Handy. Ey, es tut so gut. Klar, ich habe auch ein Handy in der Hand, aber da ist faktisch nur Google Maps drauf. Okay, WhatsApp ist YouTube, TikTok, Scheiße. Finde ich ganz geil. Tut mir auch mal gut. Boah, die stinke so knalledübel. Ich habe jetzt schon meine Boxershort rumgedreht. Ich habe jetzt meine Socken schon rumgedreht. Weil so langsam fängt es echt an zu miefen. Das könnte ich jetzt aber noch ein bisschen machen. Körperhygiene. Körperhygiene und Kaffee. Komm, das machen wir jetzt mit dir. Kurze Frage. Und zwar. Sprich Deutsch, oder? Bitteschön, Frage. Und zwar, ich bin 3 Tage hier in Wien. Ich habe kein Geld, ich habe kein Essen, ich habe kein Hotel, ich habe kein gar nichts. Können wir irgendeinen Deal machen, dass ich von dir einen Kaffee bekomme? Ich helfe dir aber irgendwas oder so. So. Was ist für Semmel bekommen? Wie bitte? Bitteschön. Boah, das ist schon mal mega Kaffee geil. Kaffee kann ich nicht geben. Okay. Bitteschön, halbe, halbe? Alle 4? Alle 4, alles gut. Wirklich? Ja. Okay, geil. Dankeschön. Bitte. Danke, cool. Dankeschön, ja. Voll cool. Geil, Mann, Alter. Einfach viel weggekriegt. Also viel Wegel brauche ich eigentlich gar nicht. Aber fürs Abendessen, dann hole ich mir noch irgendwie beim Aldi Würstle. Und dann haben wir doch geiles Abendessen. Nice. Kein Kaffee, aber Wegle. Gut. Geil, Mann. Einfach zu Ikea. Richtig nice. Klar findet mich nämlich so hart keiner, weil dafür würde mal ich mich selber finden. Ich muss bloß jetzt schnell von der Straße weg, bevor meine Freunde kommen. Ich schwör's dir, Alter. Hier findet mich keiner. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Pass auf. Nächste Ecke. Tauchen Sie auf. Kommen Sie raus. Hallo, da bin ich. Ich glaube, jetzt gucken wir mal nach dem Bett, weil ich mir vielleicht für meine nicht vorhandene österreichische Wohnung ein Bett kaufe. Das muss ich aber dann ganz genau 1,5 Stunde Probe liegen, weil erst dann kann ich es beurteilen, ob man da drin vögeln kann. Schlafzimmer. Ja, da, Alter. Arschlecke, ich schlag mich da jetzt einfach in ein Bett rein. Machen wir gar nicht lang rum. Gar nicht lang rum.
Alle geil, Mann, liege ich einfach bei Ikea im Bett. Jetzt bin ich mal gespannt, wann ich rausgeschmissen werde. Nur wenige Minuten später. Alter Leute, was für eine Fuchsidee war's bitte? Ich lieg einfach in dem Bett. In dem Bett? Ich bin nicht bezogen und ich stink, aber. Jo. Aber. Für jemand, der keins hat, ist das sehr geil. Sehr, sehr Luxus. Reingeschaut. Unser Einrichtungshaus steht dort um 20 Uhr. Sollst du einen Schlüsselanspruch genommen haben, vergiss bitte nicht zu entleeren. Bedanke dir auf deinen Einkauf und sind morgen ab 9.30 Uhr wieder für dich da. Das gesamte Gear-Team wünscht dir einen schönen Abend. Gern habe ich bei euch eingekauft. Gern, sehr gern. Bett, Probe gelegen. Ich kauf's noch. Safe, Digga. Safe. Ich habe jetzt hier eine ganz entspannte Stelle gefunden. Es ist jetzt 8:30. Das heißt, ich habe jetzt locker noch eine Stunde, die ich hier chillen kann. Und sieht eigentlich ganz entspannt aus. Ich werde mal gucken. Ich glaube, ich pumpe mal meine Luftmatratze auf und teste die mal schon mal aus. Aber ganz schön viele Mücken hier, aber ich glaube, die werden heute überall sein. Gestern war es durch den Sturm oder durch das Gewitter so stürmisch, dadurch waren die dann nicht so schlimm. Aber heute ist es jetzt wieder komplett windstill. Leider. Gestern war es echt angenehm, Mann. Ich hoffe mal, dass auf dem Hügel da oben, auf dem Turm dann wieder ein bisschen Wind ist und weniger Mücken. Hier ist echt krass. Aber ich probiere es trotzdem, mich hier kurz hinzulegen. Mal schauen. Ich gehe doch weiter. Die Mücken sind einfach zu brutal hier. Ich hoffe, das ist nicht überall heute so. Es war ja gerade eben am Strand auch schon so. Aber die hier sind noch mal nerviger. Also hebe ich mir doch auf. So, neuer Versuch. Da oben ist direkt die Bushaltestelle. Bis jetzt haben mich noch nicht so viele Mücken attackiert. Hier ist so ein kleiner Sportplatz, eigentlich ziemlich entspannt. Hier könnte man auch gut abhauen, einfach in irgendwelche Richtungen. Also kann man in alle Richtungen weg. Ich werde jetzt hier mal meine Luftmatratze aufpusten und hoffen, dass sie nicht direkt kaputt geht hier. Aber dafür habe ich sie ja gekauft. Es war ein langer Kampf, aber ich habe es jetzt geschafft, die aufzupumpen. Ist noch nicht so richtig voll. Aber hier sind eh gerade super viele Mücken wieder. Ich lege mich trotzdem einmal zum Testen drauf. Ich hoffe, hier ist nichts Spitzes. Geil. Fühlt sich fast an wie ein Bett. Ich würde am liebsten jetzt einfach die Augen zumachen und pennen. Oh, ich hole mir mein Zeug und probiere mal kurz die Augen zuzumachen, 10 Minuten. Also dieses Mal hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin kurz vorm Einschlafen. Das hat mein Wecker geklingelt. Aber ich werde auch hart von den Mücken zerstochen hier. Es tut überall weh. 20 Minuten gibt es wieder ein Signal, meine Koordinaten. Ich check mal, wann der Bus fährt. Hier direkt neben der Wiese, wo ich gepennt habe, ist so ein See. Also ein stilles Gewässer. Entsprechend waren deswegen wahrscheinlich so extrem viele Mücken da. Ich bin so hart zerstochen, ey. Ich habe da jetzt echt nicht lange gelegen, aber die tun auch deutlich mehr weh als die ich die letzten Tage hatte. Keine Ahnung, was das jetzt für Viecher waren, ey. Tut richtig hart weh. Schon gruselig, so. Ganz alleine im Dunkeln irgendwo durch eine andere Stadt zu laufen, immer nachts. Aber was soll's. So, gut dunkel.
wie ihr sehen könnt, Sonne ist untergegangen. Ich guck mal lieber in die Richtung. Was wollte ich sagen? Gleich ist wieder GPS-Tracker-Zeit. Wir haben es 21.35 Uhr, 22 Uhr ist GPS-Tracker-Zeit. Ich dachte mir, ich gehe jetzt zur Kathedrale, wo alles auch angefangen hat, und lass mich da tracken. Und hier ist gerade so ein U-Bahn-Ding, viele Leute halt einfach. Und vielleicht laufe ich danach dann einfach wieder hierher. Also mitten rein in die Innenstadt. Let's go. Wollte mir gerade auf Toilette Zähne putzen, aber da musste man 50 Cent bezahlen. Da dachte ich mir so, auf gar keinen Fall. Nicht von meinen letzten 2 Euro. Und dann habe ich einfach am Baum gepinkelt. Stunden später. Cathedral, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube schon. Sieht aus wie eine Kathedrale. 5 Minuten noch, dann wird mein GPS getrackt und dann heißt es abhauen. Dann gehe ich einfach wieder zu diesem Festival oder da, wo die Opern gesungen haben, wo ich davor war. Ich muss nur irgendwie links, rechts laufen. Ich habe den Weg nicht richtig gemerkt. Aber guckt euch mal die Massen hier an. Also, hier sind genug, um in der Masse unterzutauchen. So, Abschlusslied. Und dann mache ich gleich weg von mir. Da hinten kommt schon irgendein Transporter. Ja, glaube Feuerwehr. Ah, ich laufe schon richtig wie auf Eiern. Mein linkes Bein will nicht mehr. Entweder verfolgt mich jemand oder das ist random. Hängt die Sehne hinter mir? Nee. Oh Gott, tun meine Beine weh. Da kommt aber meine Straßenbahn. Sehr nice. Da werde ich jetzt einsteigen und werde dahin wieder fahren, wo ich davor war, auf diesem Opernfestival. Ich denke mal, da sind so viele Leute, da findet mich keiner. Und da kann ich nochmal pinkeln gehen, mich hinsetzen und da tauche ich einfach in der Masse unter. Ah, meine Beine, Alter. Oh, Digga, ich bin so ein Rentner, ey. Aber eigentlich müssen den anderen auch die Beine wehtun, oder? Ich muss auch so heftig stinken. Obwohl ich geduscht habe, spielt ja keine Rolle. Aber ich dachte schon. So, ich bin wieder auf meiner Bank. Obwohl es ja bei dem Handy nichts gibt. Also, es gibt nur Maps, wo ich halt die Gebiete sehen kann. Also, grün ist meins und ich kann hier noch in die Mitte rein. Und das war's. Also, Wetter-App und Karten-App, aber das ist ja genau dasselbe wie Google Maps. Und trotzdem bin ich ständig am Handy, weil ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Also, ich sitze hier immer wieder 2 Stunden irgendwie auf der Bank. Was machst du denn da, außer in der Gegend rumzugucken? Du tust so, als wenn du irgendwas machst und wischst zwischen Maps, Notizen und Karten hin und her. So, was sind jetzt noch meine Ziele, so wie ich mich körperlich fühle? Ich will nicht als Erster rausfliegen. Das wär doof. Bitte schnappt euch erst einen anderen, dann könnt ihr euch mich schnappen, mir egal. Aber bitte nicht als Erster. Weil dann bin ich noch motiviert, richtig heftig wegzusprinten. Also, ich werde so oder so richtig heftig wegsprinten, aber ich merke einfach, dass mir bereits alles wehtut. Ist einfach so. Ich Schlafmangel, Füße tun weh, so ein bisschen Krämpfe in den Waden. Aber ja, das. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt wird es jeder der Teilnehmer haben. So. Also ist alles ausgeglichen. Am Ende zählt wahrscheinlich
Willensstärke und der Kopf. Also durchziehen. Ey, ist unglaublich, wie fertig man sein kann nach 24 Stunden. Also einfach, mich persönlich, mich hat das Laufen gekillt. Sag ich euch ganz ehrlich. Laufen in Kombination mit wenig Schlaf war für mich das Schlimmste. Und ich habe ja schon sehr darauf geachtet, dass ich nicht so viel laufe, sondern viel Bahn fahre und so. War trotzdem zu viel auf den Beinen. Also, ja, für meine Verhältnisse. Keine Kraft mehr zum Reden, Leute. Tut mir leid. Bin echt am Arsch. Brauche ganz dringend erstmal Ruhe. Ganz dringend erstmal Schlaf. Und einfach wieder mal einen Ort, wo ich mich sicher fühlen kann. Ja. Und das war gerade mal Tag 1. Zieht euch das mal rein, Tag 1. Zweimal muss ich flüchten. Zweimal wurde ich fast gehabt. Servus. Sag mal, fährst du nach Wien zurück? Ja. Kannst du mich vielleicht mitnehmen? Wo? So ein bisschen. Warte, ich zeig dir. So, wohin musst du ganz? Also mir wäre auch hier so in dem Bereich, wenn du da hin musst. Oh, danke dir, Bruder. Wirklich, vielen, vielen Dank. Das ist richtig nett. Das ist so nett von dir. Vielen Dank. Howdy. Where are you from, brother? Wo kommst du? Hamburg. Hamburg, yeah. Deutschland. Deutschland, ja. Yeah. Okay, ich kenne mich hier nicht aus, ich bin nicht aus Wien, keine Ahnung. Aber ich habe eben einen Bus verpasst, habe ich gesehen. So. Ich dachte, der kommt nicht. Du bist direkt aus Wien? Yes, Wien. Okay. Afroni? Afroni. Selva? Türk. Ah, Türk? Ja. Welche Stadt, Türkei? Yozgat? Zonguldak. Ah, Zonguldak. Ja. Ist Nord, Nord. Ja, vielen Dank, Wallah, vielen Dank, wirklich. Ich bin so müde, kaputt. Und wir machen hier so eine YouTube-Geschichten und ich habe kein Geld. Ja, Leute, ein netter Freund nimmt mich gerade mit, das ist richtig nett von ihm. Wie heißt du? Sardar Wali. Sardar Wali? Ja. Sardar Wali hat mich jetzt mitgenommen. Und das ist sehr, sehr nett von ihm, wirklich. Das ist richtig nett. Ich bin auch so kaputt. Manchmal einfach mal fragen. Ich bin schon heute Morgen von hier, wo ich dir gezeigt habe, bis zu dem Schwarzbergen Park zu Fuß. So viel. Ja. Viel Eis heute. Ja, sehr, sehr warm. Jetzt sagst du mir noch weit, oder? Rechts müsstest du, aber ich kann auch hier selber gehen zu Fuß, ist auch okay, kein Problem. Kann ich machen hier. Aber tut mir leid, Bruder, ich bin bei Arbeiten. Keine Probleme. Ja, so ist es. Schau, ich bin gerade Chef angehört. Das ist da. Teşekkür. Çok teşekkür. Das, kein Problem, Bruder. Alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute. Vielen Dank. Danke. Wallah. Hudafiz. Leute, das war so nett. Die Spielleitung erhöht nach den ersten 24 Stunden der Flucht den Fahndungsdruck auf die Spieler. Was heißt Fahndungsdruck erhöht auf eine Stunde Silent Hunt? Das heißt, der muss jede Stunde seinen Standort wechseln, weil er nicht weiß, ob die Spieler jetzt schon eine Stunde davor zum letzten Standort hin sind. Der hat 20 Minuten laufen und dann, was macht er die nächsten 20 Minuten? Ruhen, aber dann muss er schon wieder weg. 23 Stunden drin, eine Stunde noch, dann wird Fahndungsdruck erhöht, dann gibt es 3 Speedruns und jede Stunde einen Tracker. Das wird heftig. Ich habe gerade die Nachricht gekriegt, hier auf das Spielhandy, dass der Fahndungsdruck erhöht wird um 0 Uhr und dann stündlich getrackt wird und 3x Speedhunt am Tag ist. Scheiße, jetzt habe ich so eine schöne Luftmatratze.
gekauft und jetzt kann ich die gar nicht mehr benutzen, glaube ich, weil der Aufwand, die aufzupumpen und so weiter, ist, glaube ich, zu hoch. Und die ganze Zeit damit rumrennen, macht auch wenig Sinn, ist zu auffällig, leuchtet im Dunkeln. Ja, ich penne jetzt, versuche noch kurz zu pennen und dann werde ich sie abbauen, glaube ich, auch wenn es eigentlich echt geil ist. Leute, wie kriegen wir die Nacht rum? Ich bin hundemüde. Mache ich einen Risikoschlaf und bleib einfach mal 3 Pins auf derselben Stelle in der Hoffnung, dass die Jäger auch schlafen oder mit wem anders beschäftigt sind? Oder mache ich es nicht? Also um im Endgame noch eine Chance zu haben, bin ich eigentlich der Meinung, braucht man in der Mitte schon 4 bis 6 Stunden Schlaf mindestens. So, ich bin wieder am Spielplatz. Ihr glaubt es nicht, aber hier liegt eine Käppi von einem kleinen Jungen. Die wird mir wahrscheinlich nicht passen, aber ich glaube, ich packe sie mal ein. Und Socken. Könnte mir helfen. Okay, nebenbei, dass die absolut beschissen aussieht, ist die auch so weit von zu klein. Das passt nicht. Die lassen wir hier liegen. Vielleicht kommt der Kerl ja morgen wieder und findet seine Kappe. So. Ich glaube, ich gehe auf die 2. Ebene. Dann könnte ich über die Feuerwehrstange hier flüchten, falls was ist. Ich müsste noch eins hoch. Ach scheiße, die Flasche ist auch rausgeflogen. Ich bin zu fett hier mit dem Rucksack. Okay. Ich hole noch mal kurz die Flasche. Dann machen wir das noch mal. Sand mal abmachen. Flasche rein. Das ist jetzt nicht dein Ernst, wa? Leck mich doch am Arsch. Ist das eine Scheiße hier. Weil dieser blöde Rucksack nicht vernünftig zugeht, weil ich hier zu viele Sachen drin habe. So. Jetzt aber. Jetzt haben wir den erstmal ein bisschen wieder zugemacht. Der Schlafsack ist tatsächlich zum Einsatz gekommen im Kindergerüst. So, ich probiere jetzt ein bisschen zu schlafen. Und ich hoffe, ich verschlafe den Pen nicht. Gute Nacht. So, ich habe jetzt nochmal ausgesondert. Handtuch ist weg. War einfach zu schwer. 2 Kilo Trinkwasserflasche, also die Flasche habe ich noch, aber ich habe jetzt nur noch 200 Milliliter oder so drin. Ich werde immer mal wieder ein bisschen was trinken. Wenn es jetzt hier wirklich zum Speed Hunt und jede Stunde GPS kommt und so, dann ist es einfach Zusatzgewicht, was ich beim Rennen gar nicht gebrauchen kann. Also nicht nur, dass meine Pumpe weg ist nach wahrscheinlich 30 Sekunden Rennen, außerdem dann nochmal Zusatzgewicht im Rucksack. Also ich habe ja auch 24 GoPro-Akkus hinten drin und eine Powerbank. Also der Rucksack ist sowieso schon schwer genug und dennoch 2 Kilo extra. Und ja, also ihr versteht den Punkt. Gut, ihr seht jetzt gar nichts mehr, weil ich gehe erstmal pinkeln hier. Ain't no river wide enough. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt hier mit der Straßenbahn fahre, beziehungsweise ob die überhaupt noch fährt. Ich glaube, die fährt fast nicht mehr. Wir gehen erstmal da zum Hauptausgang. So, ich bin jetzt genau vor demselben Hotel wie gestern. Grand Hotel Wien. Aber nachdem ich da gestern Morgen rausgeworfen worden bin, finde ich das jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm, da jetzt wieder reinzugehen und mich wieder auf die Couch zu setzen.
Ich habe aber auch irgendwie keine Kraft, hier jetzt die ganze Zeit rumzulaufen. Trotzdem weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Also ich hätte gern irgendwie einen Rückzugsort, wo ich immer eine Dreiviertelstunde so versuche, wenigstens die Beine hochzulegen, also sowas wie eine Couch. Und da ich dann immer wieder rausgehe und den GPS irgendwie an die Stelle packe. Das hatte ja gestern noch ganz gut geklappt, allerdings wissen die jetzt auch, dass hier irgendwas ist. So, da leider aus dem Plan nichts wird, in dem Hotel zu schlafen, wo ich gestern geschlafen habe, weil derselbe Rezeptionist da ist, der mich gestern auch, oder heute Morgen mich rausgeworfen hat, habe ich jetzt hier eine Altpapiertonne auf der Straße gefunden. Und ich warte jetzt noch den Alarm ab. Also in 22 Minuten wird GPS nochmal gesendet. Das mache ich hier um die Ecke irgendwo. Und dann knalle ich mich da in die Tonne rein. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich habe noch nie in der Mülltonne geschlafen. Vom YouTuber zum Mülltonnenschläfer. Jetzt noch nachts einen Speedhunt einbauen. Boah. Digga, die sind aber auch klein, oder? Unsere in Berlin sind größer. Also breiter. So, ich bin jetzt hier im Container drin. Versuche mich jetzt hier noch so hinzulegen und eine Stunde die Augen zuzumachen. Let's go. So ist das jetzt. Toll, oder? Jagd geht weiter. Das heißt, mach mal eine kurze Bewegungsanalyse, was die Leute so machen jetzt um 3 Uhr. Und wenn wir so festgelegt haben, starten wir vielleicht überhaupt gleich mit einem Speedhunt. 3 Uhr, 4 Uhr, die sind jetzt die ganze erste Nacht draußen. Ich glaube, dass die richtig müde sind und speziell jetzt zwischen 3 Uhr und 4 Uhr gleich mit ganz hohem Druck reinstarten. Das war der böse Dorfstraße. Ja, das war die letzte, das war die vorletzte und die letzte, eine Sekunde, unverändert. Geh mal, besser. Das ist, was ist da? Bösendorfer Straße. Karlskirche nördlich. Okay. Karlsplatz. Ja. Bösendorfer Straße. Fahren wir ein Stück runter. Das ist ein Park, das ist der Musikverein. Ja, genau. Ja. Fahren wir rüber ein Stück. Doch, da teilen wir uns auf. Genau. Ja. Wir teilen uns einfach hier auf 3 auf. Beziehungsweise kann er glauben, außer der Dalil kann stehen auf 4 und greifen von allen Seiten zu. Wir müssen nur auf 1 aufpassen, dass er da nicht über die Straßen rennt und im Karlsplatzbereich verschwindet. Ja, weil da kann er dann relativ schnell in den unteren Bereich, da kann er in alle Richtungen weg. Also da müssen wir aufpassen, dass er nicht über die Straßen geht. Was ist dir leichter vorgestellt? Ich wusste nicht, wie die Leute das handeln werden. Ja, ich wusste nicht, wie der Fitnesslevel der Leute ist.
Ich wusste nicht, ob die ausgeklügelte Pläne haben. Das mit dem Train-Hopping ist natürlich ja, clever, würde ich nicht anders machen. Was man sagen muss, 72 Stunden auf der Flucht, Manhunt. Er muss es halt 72 Stunden auch durchmachen und speziell jetzt in der ersten Nacht, speziell morgen in der zweiten Nacht, glaube ich, mit den ersten Ermüdungserscheinungen, die Risikobereitschaft der Leute wird sich verändern. Vor allem, weil jetzt noch alle im Spiel sind, fühlt sich jeder ein bisschen sicher, weil er weiß, dass nur 20% auf unserer Liste ist. Und ja, die Schrauben ansetzen und mal die ersten Leute aus dem Spiel nehmen. Erhöht den Druck dann auch auf die anderen. Los geht's, reißen wir die Gejagten aus dem Schlaf. VBS Akademiestraße, okay, so heißt es jetzt, passt. Also noch einmal zum Mitschreiben. Nördlich vom Karlsplatz, wo dieses Gebäude Musikschule ist, nördlich davon. So, da können wir jetzt raus. Das ist da vorne. Ja, siehst du das Gebäude? Ja. Wir steigen alle drei aus, du bist über Funk mit uns verbunden. Und dann fahr du das Stück 4 da. Gehst du die Straße mal entlang? Da? Das ist ja die Akademiestraße, gell? Ja. Gehst du da mal vorsichtig bedeckt die Straße entlang? Ja. Er ist bei diesem Gebäude da vorne nördlich, okay? Bei welchem? Hinterhalb oder was zu leuchtet oder was zu uns schaut? Akademiestraße 13 müsste das sein, das leuchtet, glaube ich. Okay. Ich versuche das von der anderen Seite. Halt dich dort aber bedeckt, okay? Ist in Ordnung. Burschen, hört mal kurz zu. Der Daniel und ich, wir teilen uns jetzt auf. Der Daniel geht jetzt auf der Karlsplatz, dem Gebäude, dem ersten, rechts vom Theater entlang. Ja. Ich bewege mich Richtung Bösendorfer Akademiestraßen, Bösendorfer Straßen, ja, entlang. Gregor, bitte aufpassen, bleib du dort. Wer bleibt wo? Der Gregor bleibt jetzt, wo ihr seid genau am Karlsplatz, gell? Wir sind genau, ich bin bei der U-Bahn-Station Karlsplatz, genau vor dem Gebäude. Achtung Burschen, eine wichtige Info, hier ist tatsächlich eine Baustelle. Inmitten dieser Gebäude ist ein Containerdorf ähnlich, zweistöckig. Das heißt, theoretisch wäre es möglich, dass der da oben liegt. Okay, gerade wieder aufgewacht. Das Schlimmste ist eigentlich die Hitze hier drin. Geruch gewöhnt man sich auch dran. Aber die Hitze, Alter. Holy shit. Ich musste immer mal wieder die Klappe ein bisschen anheben, um so ein bisschen zu lüften. Ja, jetzt die Stunde gleich rum. Neuer GPS-Tracker. Puh. Ja, Gregor ist direkt vom Gebäude vor der Albertina. Laut dem letzten Standort müsste er hier irgendwo sein. Also ich habe mir gedacht, er ist nördlich von diesem Gebäude. Von den Standorten, die wir jetzt bekommen haben. Ihr seid jetzt auf der Südseite. Gregor, gehst du bitte zum Andi von der anderen Seite? Siehst du mich? Okay, cool. Ja. Du gehst hier, okay? Nein, nicht hinunter. Oben auf der Straße, du umfasst die Albertina jetzt. Du umfasst die Albertina. Daniel, bleib in dem Bereich. Bleib in dem Bereich. Gregor, umfasst die Albertina, bis du zum Andi stößt, okay? Jawohl. Aber der Standort könnte sehr wohl in der Passage unten sein. Nein. Er ist nördlich. Er ist weiter nördlich. Er kann schon unten sein. Ja, nördlich bist ja da in diese Richtung. Da nach vor. Und die Passage geht da hinunter. Du kannst, genau gerne, mal runter, du kannst gerne mal runterschauen. Aber der Standort war schon dort drüben. Dort, wo der Andi ist, am nördlichen Rand des Gebäudes. Ja, ist jetzt dort, er muss dort sein. Ja, dann ist er aber in der Passage. Genau, dann ist er bei dir. Weil hier auf der Straße hier oben ist niemand. Ich geh langsam hinunter. Scheiße, da sind sie.
hat so baba geklappt. Ich bin seit 3 Stunden hier eingeratzt. Die habe ich nicht gefunden, Alter. Obwohl die hier war. Ja, aber da ist nichts. So, in die Richtung geht nichts. In die Richtung geht nichts. Der muss dort bleiben. Achtung. Er ist nicht in der Passage. Er ist nicht in der Passage. Er ist nicht in der Passage. Er ist oben. Jetzt schaut so ja mit der Vierer schauen. Schau du mal dorthin. Ne? Da steht hier ein Altpapiercontainer. Da könnte auch drin sein. Okay, halt einmal. Ich hupfe rein. Bitte, kurz. Warte, ich hab die Hand. Nicht auf. Ja. Da unter Zeiten am Baum. Es gibt wahrscheinlich auch gleich Speedhunt. Und ich muss jetzt überlegen, ob ich hier drin bin. Und die denken, dass ich in irgendeinem Gebäude bin. Oder ob ich fliehe. Wir können mal eine Runde um den Block rennen. Ja, da, vor allem da ist so ein Graffiti-Dürl, was ausschaut in irgendeinem Kellerabgang von irgendeiner Jugendgeschichte. Vielleicht hat er da reingelassen, ich weiß es nicht. Deshalb wäre es jetzt spannend, wo der Standort jetzt um 4 Uhr kommt. Es ist genau der gleiche wie vorher. Er ist hier, okay. Er hat sich nicht bewegt. Und ich bin ja einfach nur hardcore hier drin eingeratzt. Eigentlich war mir ja viel zu heiß. Aber trotzdem habe ich 3 Stunden durchgepennt. So lustig. Okay, Achtung, wir bleiben auf den Positionen. Er wird sich gleich bewegen. Er wird sich gleich bewegen. Warten, warten. Gregor, High Alert bitte. Achtung. Armin, bitte auf. Andi, bitte aufpassen. Ich gehe mal vor auf die Kärntnerstraße, auf dem Ring hier. Soll ich nachrücken? Nein, Gregor, bleib auf der Position und halte diese Straße hier im Auge. Da geht jemand. Ja, ist mit Rucksack, aber das ist unbeteiligte Person. Also ich stehe in der Bösendorfer. Ich stehe auf der östlichen Ecke. Kann man bitte die Bösendorfer Straße vorne und hinten ganz einfach absperren? Da rennt einer, glaube ich, südlich von dir. Ja. War da wer, Gregor? War da wer? Ja, da war wer. Gregor, schnell, beweg dich dorthin. War da wer? War das einer? War das er? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Das schaut viel komponenter aus. Da ist einer gerannt, ich habe einen Schatten gesehen. Wo? Da unten ist einer gerannt jetzt. Ja, der war viel komponenter. Gregor, da unten ist eine die Straße jetzt Straße aufwärts gelaufen. Ja, genau, richtig. Ich verfolge diese Person. Andi, bist du am Ende von der Bösendorfer Durten? Ich? Ja. Ja, bleib Durten, damit wir die Bösendorfer abgesperrt haben. Wir haben oben und unten die Bösendorfer besetzt. Also er kann aus dieser Gasse nicht raus, weil hier gibt es keine, wenn er, wenn er hier ist. Ist nicht unsere Zielperson. Ist nicht unsere Zielperson. So, okay, wir sind immer noch in der Tonne. Jetzt ist 4.14 Uhr. Wir warten bis 5 Uhr. Oder die lösen Speedhunt aus, dann verschwinden wir. Solange bleiben wir in dem Versteck. Speedhunt wäre aber auch lustig, hier drin zu bleiben. Die sind so doof. Gregor, das weiße Zelt dort auf dem Platz zwischen den Bänken und Stühlen. Kann er da unten reinkrabbeln? Er könnte eventuell hinein, das ist kein Problem. Aber die Frage ist, ob wirklich drin.
Dann schau bitte mal dort in das weiße Zelt hin und schau mal, ob er da vielleicht irgendwo drunter ist. Aber da unten unter seine Plane, weißt du, vielleicht ist er unter diese Plane gekrabbelt. Schau mal, ob er da irgendwo reinkommt. Links von die Person? Ja, das ist niemand. Bei dem Baustellengitter, bei dem Milchlohn da vorne war es ja auch schon, oder? Wo der Andi steht. Wo kann der sein? Dann gehe ich jetzt die Runde, ja? Gregor, du hältst hier die Straße im Blick. Stefan, ich gehe auf deine ehemalige Position, ja? Ja, passt. Hey Bro, alles gut bei dir? Alter Schwede. Scheiße, ich hab noch überlegt, ob ich bis 5 jetzt hier drin bleibe oder bis ihr Speedhunt auslöst. Hab ihn. Wer hast du? Chris. Chris, okay. Oh, ich hab gerade noch überlegt, hau ich jetzt ab oder warte ich noch bis 5 Uhr oder bis ihr Speedhunt auslöst? Wir werden jetzt auf den nächsten. Wir werden die Speedhunt gestartet jetzt. Ja, und also, dann wäre ich los. Und wir waren hier zu zweit und wir waren dort zu zweit und ich war gerade umrunden des Gebäudes. Super. Schaut bitte, ob es ihm gut geht, Leute. Aber ein sehr gemütliches Lager hier hast du hier. Gemütlich. Ja, regensicher, weich. Bitte mit unserem Gast, passt auf ihn auf, einrücken in die Einsatzbasis. Bis gleich, tschüss. Nach einem Catch gilt folgende Regel für die verbleibenden Spieler. Die Zone des Ausgeschiedenen wird für die anderen zugänglich. Ist sie nicht angrenzend, können die Spieler sie über die Center Zone erreichen. Nun werden alle informiert, dass es zu einem Catch kam und die Zone 3 frei ist. Ja, ich bin so heftig eingeratzt. Ich glaube, die letzten 3 Standpunkte müssten ja aus der Mülltonne jetzt gewesen sein. Gestern haben wir auch extrem viele Mülltonnen durchsucht, weil wir waren noch extrem lang bei dem Typen, den wir am Abend eben hatten, also Kontakt hatten. Ah, der war auch, also, boah, so schwer. Der hat sich irgendwo versteckt auch, in so einer Wohnhausanlage. Das Wichtigste ist, unserem Player geht's gut, er hat keine körperlichen Gebrechen und wir bringen jetzt in die Einsatzbasis, peppeln ihn auf. Das ist das Wichtigste. Show must go on, one down, 4 to go. Wir haben einen Notfall, Spieler 5 hat einen Notfall. Bitte an die Taskforce-Support weiterleiten. Ihm hört sie mich? Wir haben einen Notfall, Spieler 5 hat einen Notfall abgelegt. Ist was passiert? Manhunt. 72 Stunden auf der Flucht. Hey Leute, wie ihr bemerkt habt, es gibt hier keinen Ausblick auf die nächste Folge. Wir haben uns eure Kommentare durchgelesen. Das haben wir vorher schon gesagt. Stimmt. Im Intro haben wir das vorher schon gesagt. Also wollte ich nur mal sagen. Okay, dann sagt er, er hat jetzt Carol auch gesagt. Was wichtig ist, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte lasst uns ein Abo da und schreibt uns Kommentare und liked die Folge. Danke.